now. Couch TV. Yeah. With Torsten. Hello, hello. Hey now. Who loves you, baby? Baba Booey. Hey now. Oh, the bad boys of yoga waren in town. Wenn ich ehrlich bin, waren es eigentlich eher die good girls of yoga. Es war eine Yoga-Show hier in der Gegend. Und ich bin zufällig vorbeigekommen. Ich wusste ehrlich gesagt, das ist vielleicht eine Riesenbildungslücke, aber es war bisher nie wichtig, nicht genau den Unterschied zwischen Meditation und Yoga. Und jetzt habe ich es mal gesehen, also Yoga scheint mir mehr Gymnastik zu sein, dass man sich da so langsam ausstreckt und Bewegungen macht, die sicherlich gesund sind. Und ich bin sicher, dass das, wenn man das in der Gruppe macht, ein Riesenspaß ist, weil was ist besser, als auf den fetten Hintern von der Vorderfrau zu gucken. Waren auch ein paar Typen dabei, die ich als pfiffig bezeichnen würde oder schwul, die natürlich der Meinung sind, dass man auf einer Yoga-Massenveranstaltung eher Frauen kennenlernt, als wenn man irgendwie mit Proleten im Englischen Garten Fußball spielt, so wie ich Idiot das gemacht habe. Also völlig richtig, nichts dagegen. Beim Vorbeigehen ist mir aufgefallen, dass es da eine weibliche MC gibt, die alles total liebevoll macht und meine Lieblingsansage oder Lieblingsorder, wenn man das überhaupt so nennen darf, denn es war alles total liebevoll, die war folgende. Wir spannen jetzt die rechte Pobacke ganz liebevoll an und am Schluss, das alles findet im prallen Sonnenschein statt, mittags, hinterher umarmen sich dann alle. Also es ist grundsätzlich eine absolut okaye Veranstaltung, überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ich würde es jetzt nicht machen, weil ich mich da nicht in die Masse einreihen wollte. Wenn ich das gerne machen würde und ich der Meinung wäre, das wäre gut für mich, dann würde ich das wahrscheinlich schön irgendwo im Park oder im Wald im Schatten machen und würde es alleine machen, weil mich dann auch nicht der Fußschweiß von den anderen Leuten so stört. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was Yoga ist. Es sind ja viele kontrastreiche Veranstaltungen in der Stadt. Wir sind am einen Tag hier in der Olympiahalle in München die Eagles und am nächsten Tag DJ Bobo. Und kontrastreicher geht es nicht. Oh, ich bin vorbeigegangen. Bei Eagles konnte ich nicht, aber bei DJ Bobo, da war die Polizei. Die sind vielleicht eingeschritten bei diesen Ausschreitungen beim DJ Bobo-Konzert. Ich muss ganz klar sagen, ich war wie wahrscheinlich jeder nicht der Meinung, 1900, was, wann kam der? 93, dass der 2019 noch ein Thema ist. Ich hatte insofern das Pech, dass ich an einem Wochenende rausgejagt wurde. Damals habe ich in Hamburg gewohnt und musste den interviewen am Wochenende. Und ich hatte ganz andere Pläne. Jetzt bin ich da stinksauer hin und dann habe ich den getroffen und war hinterher eigentlich der Meinung, dass das ein ganz okayer Typ ist. Ein Schweizer mit Motor, der genau weiß, was er will, der ein Profi ist. Und da muss man mal klar sagen, man soll sich nicht orientieren an Beyoncé oder an Whitney Houston oder an Mariah Carey. Das sind hammermäßig aussehende Frauen, die hammermäßig singen können. DJ Bobo ist ein Zwerg, der ist was, 1,60. Der ist ungefähr in den 60ern und der bringt es absolut, der sieht nicht gut aus, der hat keine Stimme, aber der hat es geschafft über, jetzt müsste man rechnen können, 93, da war der nicht frisch, sagen wir mal 1990 hat er wohl angefangen, dass der 2019 noch ein Thema und noch eine Nummer ist. Da muss ich sagen, da muss ich den Hut ziehen, ob das jetzt mein Ding ist oder nicht. Ich weiß nur diesen einen Reim und da kriege ich das kurz und this is a party song, there's a party going on. Aber so geht's mir ja bei den meisten Sachen. Und dann die Eagles vorher, auch nicht ohne Kritik. Kann man Led Zeppelin nennen, wenn nur der Sänger dabei ist oder nur der Gitarrist auftritt? Oder kann man bei den Stones sagen, es sind die Stones, wenn Keith fehlt oder wenn Mick fehlt? Sind es dann noch die Stones? Und bei den Eagles, das hatte ich damals, als Glenn, der Co-Founder, gestorben war. Also ich hoffe, er macht jetzt nicht das, der verbleibende und unglaublich talentierte, nicht so sympathische, aber unglaublich talentierte Don Henley, dass er das Projekt weiter Eagles nennt. Ja,
Er nennt es Wald der Eagles, obwohl eigentlich nur ein Original-Eagle dabei ist. Er hat natürlich das Riesenglück, dass er den großartigen Joe Walsh noch zu seiner Seite hat. Und dann sind ein paar neue Typen dabei. Schmidt ist dabei, der Bassist, der früher so feminin sehr gut aussah und heute ein bisschen seltsamer ist. Der macht diese Nummer, die viele Leute machen, mit den langen Haaren, die er sich färbt und dann so einem grauen Bart, was immer asselig aussieht. Aber es wird, ich sehe es wird jeden Tag gemacht. Wie viel Eagle ist noch drin, wenn eigentlich nur noch ein Originalmitglied dabei ist? Allerdings, wenn man Joe Walsh hat, der ja Solo super ist, im Gegensatz zu Don Henley Solo, was hat er außer Dirty Laundry oder ein Scheißdreck, während bei Joe Walsh, der hat das hammermäßige Rocky Mountain High, Life Has Been Good To Me So Far oder dieses Walk Away. Seems to me, bam, you don't wanna talk about it, seems to me, hammermäßig. Also in der musikalischen Diskussion, da ist Joe Walsh auf jeden Fall der größere Eagle, auch wenn er erst später dazugestoßen ist. Und dann bin ich in Rammstein reingeraten, was ich gar nicht wusste, weil ich nicht gucke, was so läuft. Ich komme da halt immer vorbei. Ich wohne in der Nähe vom Olympiagelände, großes Gelände. Und es dröhnt darum. Und ich denke, was ist denn? Ich habe mir so die normalen Acts, die da spielen, die habe ich eigentlich so im Kopf. Das schaffen ja nicht mehr viele. Ich glaube, Pink macht jetzt demnächst. Bon Jovi schafft es noch. Der Boss natürlich. Stones schaffen gerade noch so eine Show und die ist dann nicht ganz ausverkauft. Ja, Rammstein 2, was ich auch nicht wusste, wenn ich mit einem Tag, wobei, um Gottes Willen. Und am nächsten Tag, was, schon wieder Rammstein? Ja, es ist so. Wenn ich es nicht verstehe, dann ist es super populär. So, das kann man im Grunde als Faustregel sagen. Da hätte auch Sido oder Bushido, wer kennt den Unterschied, das sein können, wobei die nicht das Stadion schaffen. Das war der Hammer. Das war so unglaublich laut. Ich glaube, das war die lauteste Band, die jemals im Stadion gespielt hat. Ich weiß nicht viel von Rammstein. Ich wusste nur den einen Merksatz: Man tanzt auf Rammstein keinen Ladybump. Was da an Pyrotechnik hochgeht, da hat sich der Himmel mit einer schwarzen Wolke verdunkelt. So viel Dreck ist da in die Luft geschossen worden. Und da bin ich ja weitergefahren. Und dann so gegen Ende, da haben die einen Laser, der ist so stark wie der Laser von der Pyramide in Las Vegas. Ich habe drin gewöhnt, ich müsste wissen, wie sie heißt. Sie heißt nicht Gizeh, sie heißt nicht Pharao. Und die ist total unpraktisch, weil die ist eine Pyramide, ein Hotel, wie viele Hotels in Las Vegas ja ein Thema haben. So haben die da eben dieses Pyramidenthema. Und wenn man da aber hochgeht, da muss man ewig weit laufen zu den Räumen, weil das halt so breit ist. Es wird besser, je weiter man nach oben kommt. Aber wenn man so in der Mitte, was ich war, ist, da läuft man ja eine halbe Stunde, bis man endlich im Zimmer ist. Fürchterlich. Also überhaupt nicht zu empfehlen. Und man kann die Fenster nicht aufmachen. Das Hotel heißt Luxor. Jetzt ist es mir auch eingefallen. Oben auf der Luxor-Pyramide ist angeblich oder war zu irgendeinem Zeitpunkt mal der stärkste Laser der Welt. Und meiner Meinung nach war der Laser, den jetzt Rammstein benutzt haben, mindestens genauso stark. Der hat in den Himmel reingestochen. Das war der Hammer. Also die müssen wohl eine Show abliefern, die sensationell ist. Und ich halte mich da total zurück. Ist klar, ich habe das nicht zu beurteilen. Das Einzige, was ich heute noch beurteilen kann, das ist Taylor Swift. Ich habe mich nie an die Kampagne angeschlossen, die sie diffamiert und Taylor Swiftler nennt und so solche Sachen. Ich fand die immer super, sie sieht klasse aus. Die Videos sind wahrscheinlich das Beste und Teuerste, was heute gemacht wird. Nicht unbedingt für mich gemacht, aber ich verstehe noch, dass das, wie das funktioniert. Bei vielen anderen Sachen verstehe ich es nicht mehr. Und deswegen, Rammstein gilt ja wohl als Rock. Wobei, wenn man das neben die Stones oder neben den Boss stellt, sind das völlig verschiedene Welten. Ganz selten ist das Fernsehen unfreiwillig komisch. Ich schalte ja abends immer noch ein bisschen rum, sicher ein Fehler, und bleib dann hängen an so Sachen wie früher Jersey Shore. Das ist eine, ja, sagen wir mal als Tag-Bezeichnung, eine Reality-Show, wobei da alles gekocht ist, aus ungefähr 2005, 2006. Und jetzt sind die Typen alle alt. Und da die aber einen gewissen Namen haben, versuchen die mit denen noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und da gibt's dann so Spin-Offs und Ableger und die einzelnen Spackos kriegen da dann eigene Shows. Und da bin ich reingeraten in die, wo, wer es kennt, wo DJ Pauly, der gut aussehende, möglicherweise nicht so Frauen zugetane, seinem Kumpel Vinny hilft, Frauen kennenzulernen. Und da haben sie halt einen Haufen Schlampen zusammengekarrt. Und die müssen wie nach Bachelor-Art sich um Vinny, der
durchschnittlicher Typ ist, wenn er nicht im Fernsehen wäre, wird keiner auf ihn achten. Der ist derjenige, der also eine Holde finden soll. Nicht, dass der sonst Schwierigkeiten hätte, weil der war auf in Jersey Shore, der wird mehr abgezogen haben, als ihm eigentlich zusteht. Jedenfalls, die Frauen angeblich wissen also nicht, wer jetzt auftauchen wird, und die rätseln halt, wer das sein könnte. Und niedlich ist der Optimismus, die sie haben. Dann sagen sie, oh mein Gott, wenn jetzt The Rock auftaucht, dann werde ich ohnmächtig. Und dann taucht halt DJ Pauly D oder G oder wie er sich nennt auf. Ist nicht ganz die Liga wie The Rock, aber der Optimismus, dass wenn sie in eine Reality-Show gehen, was sie da für tolle Erwartungen haben, die sind vielleicht ein bisschen zu hoch angegriffen. Deutsches MTV oder Viva oder wie das hieß, das war immer fürchterlich. Das habe ich neulich wieder gesehen. War möglicherweise sogar in der Pauly D Winnie Ableger-Show. Da haben sie getrailert, dass jetzt Catfish-Show, die ich leider, muss ich zugeben, geguckt habe. Da werden Leute gecatfished, Internet, Bekanntschaften und so. Und ich habe das geguckt wie ein Mental Patient. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Das, also der Haupttyp, der sucht jetzt einen neuen Partner, weil sein dieser sympathische, bisschen grauhaarige Typ, ja, haben sie wahrscheinlich gesagt, er ist ein bisschen zu alt für MTV und so, dass der jetzt raus ist. Der Haupttyp, der heißt Nev. Und die haben sowas von überhaupt keine Ahnung, was für Sendungen jetzt auf dem wiederbelebten MTV, was bei ihnen läuft. Die haben keine Ahnung, wie, die kennen die Shows nicht, die kennen die Namen nicht. Die große Aufregung ist jetzt, dass Nish einen neuen Partner sucht. Und ich sage, wer ist denn Nish? Ja, das ist, die können der nicht aussprechen, weil sie die Show noch nie gesehen haben. Das ist jetzt die Trailer-Abteilung, ja. Das ist die On-Air-Promotion. Bei MTV sind es die größten Flaschen. Und irgendwo bin ich über den Clip gestolpert, in den der ermordete John Lennon, das für ihn große Glück hatte, mit Chuck Berry zu spielen. Wir wollen jetzt nicht über Chuck Berry reden, was das für eine perverse, kriminelle Drecksau ist. Er damals wusste das alles nicht und ich hätte das sicher damals auch nicht gewusst, aber so im Laufe der Jahre sind ja ein paar Sachen über Chuck Berry rausgekommen, die alles andere als appetitlich sind. Jedenfalls hat er also die Chance in der Mike Douglas Show, glaube ich, nicht zu verwechseln mit Michael Douglas. Mike Douglas war ein Talkmaster, oft mit Liberace gesprochen. Well, Mike, you know, I didn't find the right girl yet. Jedenfalls darf er also Memphis, glaube ich, spielen mit seinem Idol Chuck Berry. Und es war aber schon in der Zeit, als er diese Yoko da kennengelernt hat. Und die muss natürlich immer dabei sein, die Schreckschraube. Jedenfalls läuft es so, dass sie also Memphis and Distance Information came from Memphis, Tennessee. Nichts Besonderes, alle Chuck Berry-Stücke klingen gleich. Ich halte ihn für extrem überschätzt, aber Rock'n'Roll-Historiker sagen, er ist ein großer Einfluss, weil der hat alles geklaut, auch dieses. Auch geklaut. Es ist 10, 12 Jahre früher hatte das schon jemand und er hat es dann halt als seine Nummer verkauft. Also ich bin kein Fan. Ich habe einmal leider, bin ich aufs Konzert gegangen, eine Oberscheiße kam Stunden zu spät, hat beschissen gespielt, ein totales, ich halte ihn für ein totales Arschloch. Hat man ja auch in dem Film gesehen, den Keith Richards mit ihm gemacht hat. Ein unglaublicher Arsch. Jetzt kriegt er da einmal eine gute Band hingestellt und macht sich da rum und behauptet, er weiß alles besser. Fürchterlicher Typ. Jedenfalls, von der Seite von Lennon ist es also der große Moment. Und da kommt also das Gitarrensolo und dann fängt Yoko an zu jaulen. Wer es nicht kennt, ihr habt Glück gehabt und ich werde es euch ersparen, aber es klingt ungefähr wie... Es klingt ungefähr so, als wenn eine hysterische Möwe gekitzelt wird. Das ist fürchterlich. Und Chuck Berry guckt nur rüber, so, was geht denn hier ab? Das ist unglaublich. Der hat diese Schreckschraube, die ja viele Leute sagen haben, die Beatles auseinandergebracht, das weiß man nun nicht, die werden sich auch so verstritten haben. Der hat die also immer mitgeschleppt. Und die blöde Kuh musste immer dabei sein, während ja der große Frauenschläger, der hat seine Frau Tina, die extrem talentiert war, jede Menge Geld verdient hat und super war und ihn ja letztlich im Schatten stehen gelassen hat, indem sie ihn überstrahlt hat, nachdem sie sich dann von ihm getrennt hatte, der hat die Frau immer verdroschen. Ich sage nicht, dass es einen Grund gibt, dass man das überhaupt machen darf und dass man das überhaupt nur andenken soll. Nur, es sind die alten Zeiten und wenn jemand verdroschen gehört... Und so viel sage ich dazu, dann ist das sicher nicht Tina Turner, sondern eine andere erwähnte Frau, die ganze Zeit macht. Wart ihr schon mal im Hardrock-Café?
Es ist im Wesentlichen eine Enttäuschung. Ich war vor, weiß nicht, Jahren, 10 Jahren vielleicht, da war ich mit einem Geschäftspartner essen, der wollte mich einladen und irgendwie, da wo wir hingehen, hatten wir nicht reserviert, da war alles voll und irgendwie haben wir gesagt, ja, gehen wir halt ins Hard Rock. Es war eine scheiß Idee, es war fürchterlich. Ich sage nicht, dass alle Hard Rocks so schlecht sind, aber das Münchner ist eine Katastrophe. Was da jetzt hängt, das ist unter aller Sau, weil die haben natürlich genau wie die Rock'n'Roll Hall of Fame, in der ja Donna Summer ist, aber zum Beispiel glaube ich Journey nicht oder Moody Blues sind nicht in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Es ist also so offen und so super dürfte, aber dann darf man es halt nicht Hard Rock Café, sondern irgendwie so Pop und wir drehen uns mit der Zeit und die Zeiten sind halt so, dass DJs den Ton angeben. Da hängen irgendwelche Pyjamas von dem DJ. Ja, fantastisch. Dafür wird dann irgendwie die Lederjacke von irgendeinem Metal-Typen abgenommen. Das ist also total lächerlich. Nur da stimmt der Name dann nicht mehr. Im Motown-Café, da hängen ja auch keine Bilder von Steven Tyler. Oder in B.B. Kings, B.B. Kings, wie hieß er denn? In der Boom Boom Room, ja genau, Boom Boom Room. Da waren Bilder von Blues-Typen. Da hat vielleicht auch Sheryl Crow gespielt, die ich zufällig dort gesehen habe, als sie noch nichts war. Aber da hängen keine Country-Typen rum. Das heißt, das Logo, die Marke, die wird völlig verwässert, wenn man das völlig offen hält und wenn da lauter komische Leute reinkommen. Und klar, DJs sind natürlich angesagter als die Metal-Typen aus den 80ern, sehe ich auch so. Aber dann muss man das halt ein bisschen verändern und darf es nicht mehr Hardrock nennen. Dann nennt man es halt Pop, wir drehen uns mit der Zeit-Café. Zum Beispiel, wenn ich, was ich immer noch vorhabe und vielleicht wollt ihr investieren, das Big Tits-Café aufmachen würde, da hängen da keine BHs von Giselle Bündchen oder von Kate Moss. Premium Entertainment. Für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/Alben. Klasse, halt. Knisterpulver.de. Rubrik Alben. Hey now.